Hallo zusammen, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute nehme ich euch mit, wenn wir mit dem Lemmy auf so eine Rundfahrt gehen. Und zwar im Stall, wo er geboren und aufgewachsen ist, in Neuwied. Also, wir wissen nicht ganz genau, was es ist. Es ist irgendwie eine Mischung zwischen Patrouilleritt und Fuchsjagd. Aber seine Züchter haben uns eingeladen, dorthin zu gehen. Und wegen dem gehen wir jetzt mal schauen. Und ich nehme euch mit. Und vielleicht wird ja das ganz lustig. Also, da ich leider die meisten Büsche nicht filmen konnte, habe ich gedacht, ich blende euch einfach ein paar Videos von unterwegs und erzähle euch dazu, was wir so gemacht haben. Zuerst haben wir, bevor wir sie gestartet haben, zwei Büsche schon machen. Eine war, dass wir aus 5 Sorten Käse, also wir müssen probieren und dann sagen, welche Sorte das ist. Das war der regionale Käse von dort. Ja, hat meine Mom leider nicht so viel Ahnung gehabt. Wir haben einfach gesagt, dass alles grüner Käse ist. Und da man dort ja in der Region grüner ist, war dann auch eins richtig. Dann, das zweite, was man schon machen konnte, ohne Ross, war, dass wir dort in den Stall mussten. Dann ist dort eine trächtige Stute gestanden und wir müssen schätzen, wie viel das sie halt wiegt. Und das ist halt recht schwierig, wenn sie tragen, weil ja, man kann das nicht wirklich einschätzen. Wir waren ja etwa 100 Kilo daneben. Dann ist es eben losgegangen. Wir sind zuerst relativ weit gefahren, bevor irgendein Posten gekommen ist. Also, es ist dort sehr oft sehr schnell ob sie gegangen und wieder nicht sein. Und durch den Wald und über Strassli. Und es ist wunderschön dort. Und die ganze Fahrt war schon sehr, sehr lang. Also wir waren fast 3 Stunden unterwegs. Und den ersten Posten unterwegs konnte ich dann auch filmen. Also meine Mom hat in die Hand so einen Löffel bekommen mit einem Bäuerchen drauf und hat dann einhändig so einen Slalom fahren. Da das Wägeli ja aber halt ja recht ruckige Bewegungen macht und der Lemmy auch sehr ruckig anfährt, hat sie das Bäuerli auch schon nach nicht so weit halt schon verloren. Sie ist dann aber den Slalom gleich gefahren, damit sie halt nicht den Burschen nach 5 Sekunden schon aufhören muss. Das hat der Lemmy auch sehr schön gemacht und ist sogar am Schluss so ein bisschen ins Fahrfeeling reingekommen. Er wollte schon antraben oder sogar galoppieren, weil er ist da sehr gescheit und merkt sehr schnell, wenn es halt um was es geht und wie man schneller kann sein kann. Dann ist es weitergegangen. Wie gesagt, die restlichen Böste kann ich leider nicht filmen, weil bei den meisten hat der Groom eigentlich die Aufgabe ausführen, was ich eigentlich noch lustig gefunden habe, weil wir hat dort keinen Groom mitnehmen, sprich die, die keinen mitgenommen haben, haben wahrscheinlich einfach bei diesen Bösten viel mehr Mühe gehabt. Also der zweite Post unterwegs haben wir zuerst die Frage beantworten, was die 5 olympischen Farben sind.
die haben wir nennen. Also ich, meine Mama nur 4 gewusst, ich konnte ihnen dann helfen. Dann musste sie also Kesseli vorbeifahren und ich musste dann jedes Kesseli ein Ringli reinschiessen. Der Lemmy ist hier ganz ruhig geblieben, und da man eigentlich so viel Zeit hatte, wie man wollte, aber man immer vorwärts laufen halt, ist das nicht so schwierig gewesen und wir haben alle Kesseli getroffen. Beim nächsten Posten hat man auf so einer Tonne ein T-Shirt nehmen. Dann musste man überfahren, anhalten und dort das T-Shirt mit einem Klemmerli aufhängen. Und das hat man 1 Minute Zeit gehabt. Und da der Lemmy sehr schnell checkt, dass er zwischen der Tonne hin und her galoppieren kann und dann muss er drüber stehen, haben wir sogar 3 T-Shirts aufhängen. Dann sind wir wieder weitergefahren und sind zu einem Posten gekommen, hat müssen Sirup probieren und halt sagen, was der Sirup genau für einen Geschmack hat. Bei denen war leider etwas viel Wasser drin und wir haben eigentlich nur Wasser geschmeckt. Und ich glaube, ja, eins Ort hat meine Mama rausgefunden und ich muss sagen, ich habe eigentlich nichts rausgefunden, weil ja, das immer so getrunken und man denkt, ja, das schmeckt nicht. Ich habe schon etwas geschmeckt, aber ich hätte es nie benennen können, was das genau ist. Es ist dir zwar immer bekannt vorgekommen, und wenn er es nicht gesagt hat, hast du dann gedacht, ah ja, aber ich habe das voll schön gefunden. Das wäre dann am besten unterwegs auch schon gewesen. Und dann ist es wieder zurück zum Stall gegangen. Das war dann auch noch der letzte Posten. Das war eigentlich so ein kleiner Fahrparkour. Also wir sind nicht vorher anschauen, wir waren dort auf dem Platz. Und dann haben sie uns gesagt, ja, das ist 1, 2, 3, 4 bis 10, glaube ich. Man sieht es vielleicht auch ein bisschen, es sind nicht Bälle oben drauf auf den Töckchen, sondern so Holzklötzchen. Und der Boden auf diesem Platz ist schon relativ tief irgendwie. Und das Wägeli ist sehr fest gerutscht, aber die Leute hier, also auch an diesem Posten, waren halt die Leute, die den Lemmy kennen, weil er schon gezüchtet wurde. Und er ist irgendwie sehr, sehr bekannt. Und sie haben gesagt, ja, der Lemmy kennt den Boden. Das kommt sicher gut, so, das macht nichts, dass es rutscht. Er kennt das und so. Und dann ist es auch losgegangen. Der Lemmy hat wirklich sehr gut mitgemacht. Also, er ist zwar immer so ein bisschen hektisch am Steuern, aber eigentlich macht das Fahren sehr, sehr gut. Einfach durch sein hektisches Umhaben gibt es halt manchmal Fehler. Aber an diesem Tag hat er wirklich gut mitgemacht. Klar, wir waren 3 Stunden unterwegs, so hektisch konnte er nicht mehr tun. Aber trotzdem, auch nach 3 Stunden Wagenfahren, ist er immer noch angaloppiert. Direkt nachher, wenn man ihm ein bisschen angekommen ist und ein bisschen Hü gesagt hat. Und dort sieht man wirklich auch, dass der Lemmy fit ist und auch immer wenig vorwärts geht. Also den Lemmy irgendwie dazu zu bringen, nicht mehr vorwärts zu gehen, ist ziemlich schwierig. Wir sehen hier auch eine kleine Kombination. Hat er auch sehr gut gemacht. Und er hat rechts wollen. Aber es wäre links gegangen zum letzten. Und
auch das letzte haben wir noch ohne Fehler durchquert. Und so haben wir tatsächlich noch Fehler gehabt. Nachher waren wir noch etwas dort auf dem Hof und haben noch etwas alle Rosse angeschaut. Das hier sind die Verkaufsrosse, also sprich 3, 4 und eine ist, glaube ich, auch 5-jährig. Die waren alle sehr zutraulich. Und dann haben wir dürfen, also mich gefragt, dann haben wir dürfen die Fülle anschauen, die zum Teil wirklich erst ein paar Tage oder ein paar Wochen alt waren. Und die Fülle waren alle sehr, sehr zutraulich und handsam. Man hat Stuten können streicheln. Also, ich weiß nicht, aber das habe ich noch nie so extrem gesehen wie dort auf dem Hof. Wir waren auf der Weg, wo die 2-3-Jährigen stehen. Und auch dort konnte man jedes streicheln und sie sind sofort zu einem gekommen. Und wir finden es echt am Hof so schön, dass dort eigentlich trotz alle ganz zutraulich sind, egal welcher Charakter, sie sind einfach alle ganz lieb und kommen zu dir. Und wir waren eigentlich fremde Leute in diesem Stall. Und alle Schuten und viele sind sofort gekommen und haben uns angeschaut und sie uns beschnuppern. Und ich fand es richtig herzig, gefunden, dass wir dann noch die kleinen Fülle anschauen konnten. Von diesem Video und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.